Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Wizard 101. Ich habe ja gerade etwas sehr Magisches gelesen, als ich hier gerade ins Spiel reingekommen bin. Im Launcher stand nämlich etwas von einem Update. Ja, wahnsinnig. Haben wir schon ewig nicht mehr gehabt. Nee, und da stand doch tatsächlich etwas von Untergrund von Wizard City. Und ja, was damit gemeint ist, wissen wir natürlich. Und zwar gibt es ja schon seit Ewigkeiten auf dem US-Server hier die Undergrounds sozusagen, also die Katakomben unter Wizard City zu erkunden mit Dungeons, Bossgegnern und irgendwelchen crazy Sachen, die da unten abgehen. Und scheinbar, ich habe es da schon 50.000 Mal angesprochen und mich gefragt, wann das endlich hier kommt auf dem deutschen Server. Und scheinbar wird das bald der Fall sein. Das ist ja immerhin mal schön, dass es jetzt mal langsam in Aussicht wenigstens ist. Ja, schön. Ich hoffe mal, dass es jetzt nicht mehr so lange auf sich warten lassen wird. Aber wenn man dieser Anzeige oder diesem Text, den ich ja gerade gelesen habe, Glauben schenken darf, dann dauert es hoffentlich nicht mehr so lange. Also da stand jetzt nichts von irgendeinem konkreten Datum oder keine Ahnung, dem Zeitraum, wann das wahrscheinlich so sein wird. Da stand bloß, wird wahrscheinlich bald kommen, so nach dem Motto, ne? Also, keine Ahnung. Aber ich will doch mal hoffen, dass das nicht mehr so lange dauert. Weil das wäre echt schön. Wenn dem so sein sollte, dann werde ich das Ganze wahrscheinlich mit meinem Balance-Charakter bereisen und dann dementsprechend aufnehmen, weil eben mit dem Typ hier, mit unserem Feuercharakter, so weit sind. Das wird ein bisschen dauern. Also, ja. Ich scheine echt ein bisschen vom Pech verfolgt zu sein. Sobald ich hier anfange aufzunehmen, kriegt das irgendwie der Wellensittich da drüben mit und gibt hier erstmal ein Privatkonzert. Aber gut, wenn man das hört, dann ist es so. Ist halt ein bisschen doof, ne? Oh, die leben noch, okay. Aber auch nicht mehr lange. Ich hoffe ja, dass wir jetzt dann bald mal hier fertig sind mit dem Konga-Dschungel, weil diese ständigen Kämpfe hier sind irgendwann mal verdammt nervig. So, mein lieber Umlilo. Den wollen wir hier befreien aus seinem komischen Kristall oder was auch immer das ist. Ach nee, eine Barriere ist das. Das Leben ist eine Tragödie. Die Gorillas rauben meinen Brüdern und Schwestern ihre magischen Kräfte. Kannst du sie aus den Käfigen im Baumwipfeldorf befreien? Vögel im Käfig, natürlich. So, Vorsicht, hier ist wieder eine verdammt enge Stelle. Ja, klar. Wo wir natürlich in den Kampf gezogen werden. Frechheit. Na. Lasst mich raus hier. Okay. Müssen wir jetzt leider Gottes wieder durch diese komischen Schwarzzahnkulte. Gott, bin ich gerade erschrocken. Dabei kam da bloß ein anderer Spieler entgegengefahren. Ist ja schon einiges los. Ich habe bestimmt schon drei unterschiedliche Spieler hier im Konga-Dschungel gesehen. Jetzt schon vier. Also ist anscheinend schon ein bisschen belebt hier. Schön. Sowas auch mal zu sehen. Plopp. Ja, hätte ich mir eigentlich einen Teleportpunkt dahinsetzen können bei dem Umlilo, aber gut. Und ich glaube, die Quest für diesen Obelisken würde dann von Coco Rauchzeichen kommen, aber es könnte auch sein, dass wir dafür erst diesen anderen Obelisken aktivieren müssen, der da in Samunda noch ist. Und dafür müssten wir eine Nebenquest machen. Ja. Wir gucken mal, wenn wir mit dem Konga-Dschungel fertig sind und die hat tatsächlich keine Quest, dann gut, ist es so, dann müssen wir halt das eben noch machen dann in Samunda und dann können wir hier auch den Obelisken hier aktivieren. Wo führt eigentlich dieser Teleporter hin? Hä? Ach so. Ja, gut. Der führt uns zur Baobab-Kreuzung. Aber da wollen wir natürlich nicht hin. Letztens ist ein Kommentar gekommen.
Oh, vorsichtig, jetzt erstmal hier durch. Verdammt. Na. Okay, gut. Letztens ist ein Kommentar gekommen. Nice, dass es noch Leute gibt, die das Game zocken. Bin erst neu im Game. Funktioniert nur manchmal. Bin erst neu im Game wieder. Kannst du mal ein paar Tipps geben? Das ist immer so eine Sache. Tipps kann ich natürlich gerne geben. Da müsst ihr mir bloß sagen, wo ihr Hilfe braucht. Weil das ist so unglaublich viel hier und ich kann sicher zu vielen Tipps geben. Ich habe bloß keinen Plan, wo ich anfangen soll. Es ist immer so ein bisschen das Problem. So, befreien Vielleicht wir ihn jetzt hier auch mal langsam, oder? Ist doch noch nicht zu spät. Prinz Tissiri ist verschwunden. Ich wette, der Aufseher weiß etwas. Warum brennt der Typ eigentlich? Er hat unsere Flamme gestohlen und benutzt ihre Kräfte, um sein... Der Aufseher sind... Und falls du dabei auf einen großen, feurigen Ball stößt, also auf unsere ewige Flamme, sei so gut und bring sie hierher. Unsere Ahnen werden es dir danken. Die ewige Flamme. Hört sich ja sehr mystisch an. Zerflickst und zugenäht. Ich werde deine Knochen brechen. Und natürlich ist der Typ Feuer, war ja klar. Packen wir mal ein paar Prismen da rein und dann passt es schon. Oh Gott, ein Langträumer-Schamane. Erdbeben incoming, Leute. Uff. Okay, 6000 ungefähr, das geht ja noch. Der Feuerregen wäre jetzt hier reichlich dämlich. Erstmal ein Prisma drauf. Das ist immer der erste Zug, den man macht. Bevor da noch irgendwie ein Eisschild kommt oder so ein Quatsch. Oh wehe, der macht einen Ifrit oder sowas. Den raste ich aber aus. Wir behalten uns mal sicherheitshalber den starken Schock auf der Hand. Machen wir einfach noch ein Prisma, dass, wenn wir mit dem Feuerdrachen angreifen, der gleich noch ein paar Prismen auf die Rundenzauber hat. Vorausdenken. Oder so ähnlich. Die Brille ist schon wieder so dreckig. Gibt's ja nicht. So. Klinge. Ich habe zwar ein bisschen Angst, dass der jetzt ein Erdbeben uns um die Ohren fetzt, aber ja. Tu es nicht, mach einen Ortrus oder sowas. Das geht ja noch. Ja, oder das geht auch noch. Hui. Okay, Glück gehabt. Boah, die sparen ihre Pips aber auch ein bisschen auf gerade. Zwar nicht gewollt, aber... Ich weiß nicht, ob der halt einen Ifrit oder sowas kann, weil wenn er das macht, sind wir natürlich ein bisschen... verloren. Oh Gott, jetzt hat er in der nächsten Runde wieder 6 Pips, dann könnte er wieder ein Erdbeben machen. Ich hasse das Leben. Das Leben als Zauberer ist nicht einfach. Ach guck mal, da hinten ist ja sogar die ewige Flamme. Scheinbar. Sieht interessant aus. Okay, wir haben noch die Hälfte Leben. Da ist auch unser lieber Drache endlich und da ist ein Täuschen. So, jetzt bräuchte ich eigentlich noch eine Klinge und vielleicht ein Anfachen, wobei ich gar nicht weiß, ob ich das noch im Deck habe. Und dann könnten wir theoretisch angreifen. Oh. Ah, 405. Okay. Feuerklinge bitte. Und wehe, der macht jetzt Erdbeben. Dann kriege ich einen Anfall. Nicht. Tu es nicht. Ich bring dich um. Also bring ich sowieso, aber okay. Gottes Willen, das ist immer so eine Nervenprobe, wenn du einen Mythos-Gegner mit 6 Pips oder mehr hast. Ja. Aber der Typ ist anscheinend ein bisschen sozialer als diese Gorilla-Spinnhexen da.
So, dann Angriff. Kannst auch gerne kritisch angreifen. Hätte ich auch nichts dagegen. Ja, okay. Leider nicht. Könnte sogar schon so vom Schaden her reichen, weil das ja jetzt schon einiges an Steigerung ist. Boah, 5500, sehr gut. Exzellent. Der Prinz wurde durch das Mammuttor zum Elefantenfriedhof gebracht. Durch das Mammuttor. Und da ist die ewige Flamme. Oh, die können wir mal als Thumbnail hier missbrauchen. Oder so. Schön. Ein großer Flammenball aus magischem, vielfarbigem Feuer tanzt vor deinen Augen auf und ab. Dann befreien wir jetzt hier noch um die Losonnenjagd, hoffe ich. Oder er will in seiner Barriere da bleiben. Das würde ich aber nicht empfehlen. Ich kann dir die Flamme nicht abnehmen, solange die Barriere intakt ist. Kannst du vielleicht die Flamme dazu benutzen, weg, die Barriere zu bannen? Fühlst du den Herzschlag der Flamme? Verstehst du? Dieses Brennen, dieses Klopfen ist die Essenz unserer ewigen Flamme. Und da ist das Bild fast vollständig. Wir haben alle Schüler und hier den Umlilo. Was doch nicht der Lehrer ist, scheinbar. Ich dachte erst, es wäre so, aber okay, scheinbar nicht. Dann fehlt nur noch hier drüben Prinz Tisiri. Der Aufseher sagt, sie haben den Elefantenprinzen zum Friedhof gebracht? Allerdings habe ich keine Ahnung, wo er sich befindet. Oben an der Anlegestelle liegt gerade ein Kahn. Der Kapitän, ein gewisser Axil Schwarzrüssel. Und nimm einen Funken der ewigen Flamme mit. Setze damit den Kahn in Brand und versenke ihn. Seine faule Ladung darf Steinstadt niemals erreichen. Okay, scheinbar kommt jetzt hier direkt der nächste Kampf. Auf dem Kahn. Sieh nur, wie viele Steinblöcke und Schattenartefakte sie mitnehmen wollen. Ja, das daraus sieht kann unschön Gutes aus. Erwachsen. Du musst der fremde Zauberer sein, der der schattenhaften Königin so viel Ärger bereitet. Ein Mythos-Endgegner, ja. Traumhaft. Mit wie viel Pips? 10 Pips startet der und hat fast 7500 Leben. Okay, das ist ja nett. Ach du meine Güte, ja. Geht ja direkt gut los hier. Nicht. Ja, ja. Toll. Vielleicht wäre es auch klüger, den mit einem Ifrit zu bearbeiten. Oh. Hups. Help me. Ja. Dann haben wir leider nur zwei Klingen. Aber geht ja nicht anders. Aber wenn er den Quatsch jetzt nochmal machen sollte, dann war's das mit Angriff. Und er spart schon wieder Pips. Wenn er in der nächsten Runde ein Erdbeben macht, dann müssen wir den Kampf neu starten. Halt dann, ja.
haben wir hier keine Chance mehr zu gewinnen. Und wir kriegen natürlich nicht den letzten Pip, den wir brauchen. Und wahrscheinlich wird er jetzt den... Ach komm, wir machen einfach den Feuerdrache. Ich habe keine Lust mehr. Okay, das Spiel will nicht, dass wir treffen. Okay, aber er auch nicht. Warum habe ich denn keine Faust mehr auf diesen... Hä? Für den Ifrit, was soll das denn? Achso, war ich nur zwei. Ja, okay. Ja, dann trotzdem, Ifrit. Bringt ja nichts. Komm schon. Zeig uns, was du drauf hast. Fetz ihn bitte weg. Ach du Schande. 5000 hat er knapp gemacht. Das ist jetzt, ja. Ohohoho. Da kommen die minus 90 jetzt gerade perfekt. Aber die Betäubung ist natürlich jetzt schon bescheuert, ne? Wobei wir die nächsten Runden sowieso hätten passen müssen, weil wir ja jetzt nicht die Pips für irgendwas haben. Also passt es schon. Jetzt müsste er sich heilen, dann würde ich aber einen Anfall kriegen. Das müssen wir jetzt irgendwie mit dem Feuerdrachen und dem Feuerregen die beiden jetzt hier noch ausschalten. Aber das könnten wir hinkriegen. Auch wenn wir keine Klinge haben oder sonst irgendwas in der Art. Ah. Okay, ja. Betäubt. So, und immer noch nicht, dann passen wir halt nochmal. Unser Haustier könnte eigentlich auch mal gern was machen, aber das ist irgendwie gerade zu faul. Und ist auch immer noch zu faul. Gut, dann jetzt hier Feuerdrache. Mach irgendwas. 978. Ja, ist okay. Passt schon. Der hat ja sogar eine Steigerung. 1200. Ja, langsam nähert sich das Eichhörnchen, aber wir kriegen das irgendwie hin, glaube ich. Hoffe ich, denke ich. Ich habe sogar eine Meteor weggeschmissen. Ich bin so blöd. Kurze Heilung zur Sicherheit. Boah, wie viel Pips der sich jetzt aufspart. Angst! Hilfe! Was hat er jetzt vor? Ein Humongo-Frosch, okay. Den sollten wir noch überleben. Also klar überleben wir den, aber es wird schon echt knapp jetzt nochmal gegen Ende. Gerade wenn der andere noch angreift. Ah, okay, es ist nur ein Seraph. Oh, das Haustier macht doch was. Ich glaub's nicht. 500, sehr gut. Das erhöht unsere Chancen auf einen Sieg. Boah, wie die sich hochpushen, ne? Okay, die Klinge hat er irgendwie an den Falschen gegeben. Ah. Okay, ich muss nochmal einen Seraph, einen Seraph, einen Satyr machen, weil sonst, ja, ist das Risiko zu hoch, dass wir jetzt doch noch sterben.
Weil ich glaube, das hätten wir jetzt nicht mehr überlebt. Ah, oh Gott, kritisch, muss das sein? Ach du Schande. Ich glaube, alle Hoffnungen sind jetzt so langsam zerplatzt. 1082. Ich habe ja nicht mal Kronen, um irgendwelchen Kram hier zu, oder? Ich habe 4 Kronen. Habe ich noch... Ja, okay, ich habe doch noch Heilung. Oh Gott. Mit Ach und Krach. Die machen mir Angst. Was wollte der denn jetzt machen? Lass mich in Ruhe. Boah. Oh. Wie die uns vorbereiten, ne? Oh Gott. Toll, ich könnte natürlich jetzt angreifen, aber ja, Risiko, komm, triff. Okay, gut. Ach du Schande. Lass uns zu Dalia Flammea beten oder so, dass das jetzt klappt. Der hat ca. 700 Leben. Oh Gott, sehr gut. Hallo? Halt, ich ergebe mich. Doch du wirst ihnen nicht folgen können, solange die Statue am Mammuttor blind ist. Ihre Augen, zwei seltene Edelsteine, wurden von Morgantes Leuten irgendwo hier im Dschungel. Mit der Kraft der ewigen Flamme brennst du eine mächtige Zauberglyphe in die Hülle des Dampfkessels. Ja, dann haben wir den Kampf doch noch geschafft. Knapper ging's auch echt nicht. Also, ja. Glück gehabt, sage ich mal. Und dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge hier weiter. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.